Jo Leute, hier ist der Feuerwerk-Channel und heute zeigen wir euch die Euro-Party-Knaller von Weco. In dieser Schachtel sind 4 Stücke enthalten, wie man sieht. Hier oben erkennt man das Weco Kingsplay-Logo sowie das Qualitätsfeuerwerkssiegel. Die Verpackung ist an sich ganz schön designt. Drehen wir das Ganze mal um. Hier kann man dann die Daten entnehmen. Das Bruttogewicht beträgt ca. 34 Gramm. Der Hersteller ist China Nation K4. Hier ist die BAM-Nummer. Und dann ist hier die Anweisung, wie man den Artikel handhaben soll in Deutsch und Englisch sowie Französisch und Italienisch abgedruckt. Wie gesagt, 4 Stück sind enthalten. Hier haben wir einen, so ein kleines Deutschlandfähnchen hier drauf und hier ist dieser Bindfaden und hier sieht man noch mal einige Angaben, ja, die Zusatzinformation, dass der Importeur Weco ist und es handelt sich natürlich um Klasse 1. Dann testen wir den jetzt gleich mal und dabei wünschen wir euch viel Spaß. So, dann kommen wir jetzt mal zum Test des Partyknallers. Sehen, auf dem Deckel steht da drauf, ruckartig und fest am Bindfaden ziehen. Das machen wir jetzt einfach mal, hier mal auf den Boden einfach. Oh je, der ist ganz schön laut. Auf jeden Fall lauter als aktuelle. Schauen wir uns das mal an. Also hier haben wir so ein bisschen Konfetti, was da halt so drin ist. Ja, das war's auch eigentlich schon. Viel kann man dazu jetzt nicht mehr sagen. Also für Sammler ist dieser Artikel genauso interessant wie für Leute, die vielleicht nicht so auf Tischfeuerwerk stehen. Aber zum Sammeln auf jeden Fall ein schöner Artikel. Und wenn ihr ihn findet, dann könnt ihr überlegen, ob ihr sie kauft oder nicht. Ja, und dann würde ich sagen, noch schöne Sommerferien. Oder wenn ihr schon wieder Schule habt, dann viel Glück im neuen Schuljahr. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.